Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Psalm 91, 1 bis 16. Jesus Christus befahl der Gemeinde, sich nicht zu fürchten. Furcht wird in der Bibel über 600 Mal erwähnt. Es ist kein kleines Thema im Wort Gottes. Von Abraham in Genesis bis zur Offenbarung des Johannes auf der Insel Patmos hören wir das immer wieder gegebene Gebot, keine Angst zu haben. Dieser Befehl wurde Abraham gegeben. Dieser Befehl wurde Israel gegeben. Dieser Befehl wurde Mose gegeben. Es wurde David gegeben, der jahrelang vor Saul davonlief und in Höhlen lebte, bevor er König wurde. Dieser Befehl wurde Daniel gegeben, der in die Löwengrube ging. Dieser Befehl wurde der Stadt Jerusalem gegeben. Der Engel Gabriel gab diese Botschaft an Maria. Für Paul, der seit 14 Tagen auf einem Schiff war und es so aussah, als wäre alles verloren. Der Engel des Herrn erschien und sagte: Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Überall in der Bibel: Fürchte dich nicht, weil ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, weil ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, weil ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, denn ich werde dich niemals verlassen. Das ist der Hauptgrund, dass die Bibel zu uns sagt, keine Angst zu haben. Denn Gott ist mit uns und wenn er mit uns ist, liebt er uns und er wird sich um uns kümmern. Ich spreche nicht davon, kein Gefühl der Angst zu haben. Wir reden davon, dass es dich nicht aufhalten lassen soll. Wir können unser Leben nicht in Angst leben. Angst davor, was los ist und was passieren wird. Satan möchte, dass wir vor Angst zurückschrecken und ein kleines, nutzloses Leben führen. Aber Gott möchte, dass wir mutig sind. Sei nicht ängstlich. Es wird auf unterschiedliche Weise, auf unterschiedlichen Variationen gesagt. Aber es ist im Grunde das Gleiche, keine Angst zu haben. Sei furchtlos, fürchtet euch nicht, immer und immer und immer wieder auf unterschiedliche Weise gesagt. Gott möchte uns genau dies sagen. Es ist so kritisch und wichtig für ihn,
dass Paulus im Neuen Testament einen Brief an einen jungen Mann namens Timothy schreibt. Er sagt: Tim, dies ist, was du wissen musst. Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Paulus schreibt über alle wichtigen Dinge, die Timotheus in seinem Leben wissen muss. Und in diesem Dienst, durch den Gott dich sendet, wenn du auf diesem Lebensweg Dinge durchmachst, die du unweigerlich tun wirst, gehe durch diese Herausforderungen durch, aber erinnere dich daran, dass Gott sagt: Habe keine Angst. Gott gibt Kraft und Liebe und einen klaren Verstand. Angst ist ein echter Dieb in unserem Leben. Jesaja 41, Vers 10 sagt: Fürcht dich nicht, es ist nicht zu fürchten. Ist das nicht interessant? Denn ich bin bei dir. Das ist die einzige Antwort, die er gibt, weil ich bin bei dir. Wenn wir den Herrn kennen, und ich spreche nicht davon, ihn wie in der Kirche zu kennen, aber ich meine, wenn du wirklich weißt, wer der Herr ist, dann müssen wir nicht wissen, was er tun wird. Wir müssen nicht wissen, wann er es tun wird. Wir müssen nicht wissen, wie der Weg sein wird. Wir sagen nur: Herr, ich weiß, dass du bei mir bist und deshalb kann ich tun, was ich tun muss. Denn wenn Angst dich dazu bringt, anzuhalten, nichts zu tun, ist es der Geist des Feindes. Ich glaube, dass der Feind versucht, uns davon abzuhalten, unser Schicksal zu erfüllen. Und so sagt er zu uns, dass es auf keinen Fall funktionieren wird, dass du Angst davor haben musst. Wenn du vorher versagt hast, hast du Angst, dass du wieder versagst. Aber Gott sagt: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich liebe das. Es gibt nichts zu befürchten. Schau dir nicht um in Terror und Bestürzung, denn dies ist eins unserer Probleme. Wir sehen uns zu sehr um, anstatt aufzublicken. Je mehr du auf deine Probleme blickst, desto größer werden deine Probleme. Jedes Mal, wenn du etwas Schwieriges durchmachst, macht es deinen Glauben ein bisschen stärker. Angst ist eine Tatsache des Lebens. Angst vor der Zukunft, Angst vor Gefahr, Angst vor der Vergangenheit. Andere fürchten den Verlust ihres Arbeitsplatzes, den Verlust ihrer Gesundheit. Es gibt einen plötzlichen und unerklärlichen Schmerz, der Angst in deinen Geist bringt. Einige fürchten den Verlust der Position, den Verlust des Selbstwertgefühls. Du hast Angst vor Misserfolg. Du fürchtest die Kritik anderer Menschen. Du fürchtest die Enthüllung. Du fürchtest, dass du nicht gemocht wirst. Es gibt die Angst vor dem Unbekannten. Die Ära der Menschheitsgeschichte ist die Ära von Angst und Furcht. Angst klopft an die Tür. Glaube öffnet, um zu antworten. Und niemand ist da. Jesaja schrieb: Ich werde vertrauen und ich werde keine Angst haben. Wir müssen diese Angst verstehen. Zuallererst, es ist ein dämonischer Geist, der nicht von Gott ist. Ich denke, es ist das Lieblingswerkzeug des Feindes in seiner Werkzeugkiste. Der einzige Zweck besteht darin, uns davon abzuhalten, Fortschritte zu machen und voranzukommen. Stattdessen, wenn wir vorwärts gehen, wirst du zu dem, was Gott will, dass du bist. Wenn wir glauben, dass unser Gott keinen Geist der Angst gibt. Dennoch fühlen wir im Leben, dass es einen Geist der Angst gibt, der mit etwas Bestimmtem in deinem Leben oder auf deiner Reise verbunden ist. Eine Gelegenheit, von der du eingeschüchtert bist.
eine Beziehung, ein Unterfragen, ein Dienst, ein Interesse von dir, das dich ein wenig gelähmt und unsicher oder ängstlich gemacht hat. Aber nun wissen wir, basiert auf der Schrift, dass Gott keine Angst macht. Aber wenn der Feind einen Geist der Angst auf etwas in deinem Leben gelegt hat, muss es bedeuten, dass er sein Bestes versucht, dich von etwas fernzuhalten. Und wenn er versucht, dich davon fernzuhalten, muss das bedeuten, dass etwas darin ist, das er nicht will, dass du bekommst. Er will dich so gelähmt machen, so verkrüppelt, so entwaffnet, so desinteressiert von dem, was er genau weiß, durch was dich Gott durchbringen will. Damit dich Gott an einen neuen Ort in ihm bringen kann. Sei nicht ängstlich. Ein Gläubiger an Jesus Christus kann nur eine Haltung gegenüber der Angst haben. Und dies muss deine Haltung sein. Ich werde keine Angst haben. Ich werde keine Angst haben. Angst verhindert den Schritt nach vorne. Fühlst du dich manchmal so? Die Angst, die dich davon abhält, das zu tun, von dem du weißt, dass du es tun sollst. Ich bitte dich, nicht aufzugeben, sondern dich durchzusetzen und alles zu sein, was Gott will, dass du bist. Der Grund, warum du keinen Anlass hast, Angst zu haben, mein Freund, ist, weil Gott dich ruft, hierher zu gehen oder das zu tun, und durch diese besondere Sache in deinem Leben durchzugehen. Es ist nicht, weil du so fähig bist. Es liegt nicht daran, dass du so vorbereitet bist, sondern daran, dass du einen Vater hast, der dich liebt. Er ist bereits hinter die Kulissen gegangen. Er hat schon alles vorbereitet und die Ereignisse und Menschen und Umstände zurechtgestellt, so dass alles, was sie jetzt noch braucht, eine Person ist, die bereit ist zu sagen, ja, Herr. Wirst du diese Botschaft vom Heiligen Geist hören, der heute zu dir sagt, fürchte dich nicht, dein Gott hat deinen Rücken. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott ist sichtlich größer als alles oder jeder, der gegen uns kommen kann. Und du weißt es. Doch wenn wir in Schwierigkeiten geraten, glauben wir, dass Gott anderen Menschen hilft, aber nicht mir. Aber sind wir sicher, dass er für uns ist? Wenn du ein Problem hast, bedeutet es nicht, dass es Gott egal ist. Es bedeutet nicht, dass Gott dich nicht sieht. Es bedeutet nicht, dass er sich nicht um dich kümmert. Er möchte dir in deiner Zeit der Not helfen. Jedoch geben wir dem Feind durch Angst Zugang zu unserem Leben. Und wir geben Gott durch Glauben Zugang zu unserem Leben. Wir müssen keine Angst vor Dingen haben. Gott wird sich um uns kümmern. Was auch immer in der Zukunft auf dich zukommt, selbst die Dinge, von denen du nichts weißt, Gott wird sich um dich kümmern. Matthäus 6, Vers 34. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Psalm 118, Vers 6. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun?